Ich meine, wer da so einen reichen Erfahrungsschatz hat, der kann ja auch mal, der kann ja auch ein bisschen was vom Stapel geben. Ja, Aus dem klar. Vollen schöpfen sozusagen. Was hat sie denn Hier! gesagt? Ich hab was gesagt. So, mein Freund! Deine Nachricht! Ich bin zwar kein großer Freund von Sub for Sub, So, du hältst jetzt mal die Schnauze. Eine Ausnahme. Aber du bist doch echt das Allerletzte. Ich hab's die ganze Zeit raus, ich hab alle Nachrichten mit rund durchgeguckt. Weißt du, dass das eine Antwort war auf deine Nachricht? Ich hab nur geschrieben, ich lese dir vor, was ich geschrieben habe. Ab Minecraft Folge 004 wird gut. Die heute morgen rauskommen, sind der Hammer. Die ersten drei sind Probefolgen, also bitte danach urteilen. Kommst du aus der Region Hamburg? Das habe ich vorher geschrieben. So, und dann kam. Du hast. Das war aber nicht deine erste Nachricht. Nein, aber das mit dem Sub4Sub kam von dir. Mein Freund, ich habe dich abonniert, nachdem du mich abonniert hast. Das heißt, wenn es eine Sub4Sub-Idee gegeben hätte, wäre sie von dir gekommen. Ich guck, ob ich das irgendwo Ich geschrieben habe nur aufgrund deiner Nachricht. Du hast das nicht geschrieben. Es hat mit Sub4Sub überhaupt nichts zu tun. Das Oh, ich rege mich auf. darf jetzt jeder auslegen, wie er will. Ich habe geschrieben, ich bin kein großer Freund von Sub4Sub, aber ich habe dich trotzdem mal abonniert. Und das habe ich deswegen geschrieben, weil du mich vorher abonniert hast. Weil das nach Sub4Sub aussehen könnte. Verstehst du? Denn wenn du das nicht verstehst, haben wir ein Problem. Ich kann das nämlich dir nicht noch deutlicher machen. Ja. Aber alles. Sub for Sub habe ich nie geschrieben. Hat er das eben gesagt? Hat er das eben. Es geht doch nicht darum, dass ich das Wort noch nie zu Papier gebracht habe. Es geht darum, dass ich dir das nicht angeboten habe. Du bist mir vielleicht ein Schwammspaten. Ich möchte auf PC. Ivo, du hast es auch nicht zu Papier gebracht, nur am PC. Das wäre jetzt wahrscheinlich seine Antwort gewesen, hätte ich sie nicht gegeben. Die Frau versteht mich. Ich sag doch, er hat voll den flachen Humor. Das ist Ja. total schlimm. Ich! Ja, du. Wer hat sich denn letztens über die. Ich sag dazu nichts, weil das wäre jetzt. Ja, bitte. Ich höre. Wer hat sich denn letztens über die. Wer hat denn hier mit negativ und positiv angefangen von uns beiden? Du erinnerst dich? Wer hat zuerst mit Ausländern angefangen? Ich glaube, das sollten wir jetzt Oh, nicht oh, mehr. oh, 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 jetzt wird's interessant. So, ich bin übrigens am Ziel, ne, nur dass du Bescheid weißt. Ja, und wie soll ich da hinkommen, du Hornochse? Hilf dir selbst. Mein Gott, ey. Wieso habe ich das Spiel Gefühl? Lotto, frag deine Mutter, ich weiß es nicht. Wieso habe ich eigentlich das Gefühl, dass du nur noch mit mir spielst, um mich fertig zu machen? Weil du mir ja. Weil das wahrscheinlich die Wahrheit ist, weil du mir hier mit Sub for Sub ankommst. Wunderschön. Allerletzte. Ja, und der Scheiß Deine wird mit dir auch. Und du Unverschämtheit. kriegst noch die Klicks dafür. Es ist. Ja, wenn ich da auch nur eine Minute von hochlade. Ja. Fieselbims. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt? Hier schon wieder. Vor allem, wo bist du? Da. Wer möchte Wäsche für mich aufhängen? Ich, wenn ich da wäre, könnte ich das machen. Sagen, formulieren wir es so. Ich habe gerade schon welche zusammengelegt. Das war die ganze Zeit. So, und was machen wir nun? Das versuche ich auch gerade herauszufinden. Das Problem ist, dass wir hier kein. Doch, können wir. Aber wir Hängt ihr können immer jetzt. noch in dem So, Level fest? jetzt sind wir schon mal unten durch. Nee, das bist nur du, und zwar bei mir. Jetzt sei doch nicht beleidigt. Oh. Tschüss. So. Ernsthaft, hängt immer noch in, sagen wir mal, Akt 3, Part 1 fest. Nein. Nein, ach Quatsch, wir sind schon in Akt 3, Part 4 oder so. Ja, irgendwo da. Gott sei Dank, ich dachte schon. Jetzt musst du ein Portal setzen, sonst kommen wir. Wobei, wo sollst du hier ein Portal setzen? Das frage ich mich auch. Sonst kommen wir hier vielleicht. Das Gelbe muss auf jeden Fall bleiben. Ich würde einfach mal vorschlagen, das Rote wäre jetzt dumm umzusetzen. Nee, das Rote wäre völlig in Ordnung umzusetzen. Nein, dann haben wir nämlich keinen. Dann kriegen wir nämlich die. Weil ohne das Rote. Ja, okay, du hast jetzt das Blaue hier hingesetzt. Ja, okay. Das Lila hast du da oben hingesetzt. Jetzt bist du wieder hier, der Mann der großen, intelligenten Worte.
weil ich bin am Ende mit meinem Latein. Mhm. Sprichst du überhaupt Latein? Ich habe Latein in der Schule gehabt, formulieren wir es so. Ja, wunderbar. Ach, irgendwie. Das kann doch so noch nicht. So noch nicht gedacht sein. Nee, eigentlich muss das. Eigentlich brauchen wir zwei gegenüberliegende. Nehmen wir die hier! Wobei. Achso. Das ist ein Problem, da müssen wir springen, ne? Das kriegen wir so auch nicht hin. Ich würde vorschlagen. So, auf ihr. Haben wir doch hingekriegt. Alter! Und nochmal. 3, 2, 1, Sprung! So, und jetzt haben wir zwei Dingens. So, und wo setzen wir jetzt das rote hin? Das ist nämlich dasselbe in grün, was wir jetzt haben. Ja, nee, Vorsicht. Lass mich mal. Ich glaube, ich könnte dich weiter befördern, aber ohne. Ja, versuch das mal, das bist du mir schuldig. Ja. Ihr habt euch ja ganz doll lieb. Haben uns eigentlich auch lieb. Das ist, bei Portal kriegen wir uns immer in die Haare. Achso. Das nicht, okay, ihr in die Haare kriegen? Ach ja, das. Eine kleine Neckereien am Rande. Mehr. Ach, ein altes schlimmer wird's eigentlich nicht. Nee, das ist. Wir haben uns ja lieb, sonst würde ich ja nicht irgendwann zu ihm hochfahren. Wohin denn? Nach Südniedersachsen. Ach Gott. Da, wo Hund und Katze sich noch guten Tag sagen. Oh, lass mich raten. Die nächstgrößere Stadt ist 100 Kilometer weg. Ungefähr. Und was wäre das dann für eine? Hannover. Okay. Damit kann ich was anfangen. Nein, das stimmt nicht. Die nächste größere Stadt ist eigentlich Kassel. Oh, Kassel. Da ist die Hauptzentrale meines Vaters. Die Hauptzentrale. Kassel, okay, ist doch in Hessen, oder? Richtig. Deswegen sage ich an die Südniedersachsen. So, hast du jetzt da oben mal eine Idee oder setz dich unten irgendwann an? Nee, ich bin hier, das ist hier alles noch recht sinnfrei in meinen Augen. Das ist gut. Ja. In Kassel wohnt eine gute Freundin von mir. Guck eine an. Guck eine an. Guck eine an. Also irgendwie ist das hier noch nichts, Freddy. Nee, wir haben. Oh shit, ich bin runtergefallen. Jetzt ist es wirklich gar nichts mehr. Ich wollte einfach mal. Yay! Killing Spree. Okay, ich spiele. So, wie hast du denn hier eigentlich schon mal eine und dann Portal hingekriegt? Achso, du kannst einfach durchschießen, das ist ja albern. Ja. Sag mal, jetzt mal was zu dir. Wie hast ja, du. Ich... Wie kommt es, dass du so viel zockst? Weil du bist ein Mädchen, damit in unserer Region eigentlich ein Unikat. Du bist ein Mädchen. Ja, weißt du, was du bist? Ein hirnloser Affe, der nur wie ein Mensch aussieht. Warum hast du mich jetzt ins Wasser? Ich habe uns beide ins Wasser geschmissen. Du bist aber auch intelligent. Dankeschön. Dankeschön. Nee, ich kenne echt, also du bist wirklich das einzige Mädchen, das ich kenne, das auch nur einen Controller oder eine Maus oder so anfasst und nicht damit im Internet Schuhe kaufen will. Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich kenne mehrere Mädchen, die zocken. Ja, ich nicht. Weißt du, ich kaufe mir im Internet Schuhe, aber dann kaufe ich sie mir in Dark Ages oder so, weißt du? So, komm mal ganz nah ran hier. So, wir müssen hier wieder drauf landen. So, dann setzen wir hier mal eins, wobei das ein bisschen scheiße gesetzt ist. Überlegen mal weiter, wie wir weitersetzen. So, soll ich dir sagen, warum ich so viel zocke? Ja. Stell dir mal vor, du bist ein Jahr alt und du wirst von dem Super Nintendo gesetzt. Ja, stimmt, das hast du mir so, jetzt kann ich dich ja, wobei dann kommen wir auch nicht. Ja, jetzt stell dir mal vor, du bist zwei Jahre alt und tötest Bowser bei Super Mario World. Ja. Ja. Leben, ne? Ja, okay, das. So, du bleibst jetzt mal hier und ich guck, dass ich unten einen besseren Weg für uns finde. Okay. Weil hier sind wir schon irgendwie richtig, weil sonst wäre das hier alles nicht so, wie es ist. Weißt du, Pets, ich bin auch mit dem Missing-Glitch auf dem Blau. Hey, ich sehe da was, was wir gerade bis jetzt völlig übersehen haben. Da unten, guck mal da. Da sehe ich nichts, da ist eine Wand vor. Also wenn das nicht nach Fallgeschwindigkeit aussieht, beziehungsweise nach... Ah. Du weißt, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, natürlich weiß ich, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, bevor du es sagst. Aber nur die Frage ist, wie kommen wir da hin? Das interessiert mich. Dann musst du noch mal oben dein Portal hinschießen, dann musst du wahrscheinlich die
die Brücke wegnehmen. Ja, aber das Ding ist. Dass ich da reinfalle. Das Ding ist da. Ach so, pass auf, ich muss da jetzt in die Richtung springen. Und da muss ich. Und du musst dann rechtzeitig das gelbe Portal da unten hinsetzen. Okay, dann sag mir Bescheid. Ach du Scheiße. So, und ich spring jetzt. So, ich bin am Ziel. Sauber jetzt. Und wie komme ich da hin? Ist ganz einfach. Du schmeißt dich jetzt einmal ins Wasser. Okay. Du bist dir damit sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Warte, ich überleg gerade, ob das nicht noch. Du hast noch. Schmeiß dich jetzt ins Wasser. Nee, du schießt. Nee, das bringt nichts. Du schmeißt dich jetzt ins Wasser und zwar sofort. Du willst doch nur, dass ich wieder sterbe. Nein, das ist der Weg. Du rennst jetzt einfach durch mein blaues Portal. Und alles wird gut. Also ich meine, ich hätte es natürlich auch woanders hinschießen können, sodass du nicht ins Wasser springen musst, aber ich wollte schon, dass du ins Wasser springst. Ach, du hättest das Ding einfach da unten, du Affe! Ja, so ist das wohl. Du behaartes Monstrum, du! Woher willst du wissen, wie behaart ich bin? Nein, lassen wir. Das führt in Regionen, beziehungsweise an Themen, die ich nicht haben will. Meinst du jetzt Körperregionen oder wie? Das darf sich jeder selber ausdenken. Da habe ich deinen Birnenhintern gesehen gerade. Ja, ich habe echt einen Birnenhintern. Otto? Wie hängt man eine Panda-Mütze auf? Hast du ihn gerade Otto genannt? Leute gesagt. Bei mir kam nur irgendwas mit Tö an. Oh Gott, Torb ist er auch noch. Also nochmal, wie hängt man eine Panda-Mütze auf? Weiß ich nicht. Gar nicht? Was hält die... Mit ja, stimmt, ich benutze dich als... Nee, ich benutze dich nicht als Schirm, sonst habe ich Läuse da drin. Als, wie wär's einfach mit, an den Ohren? Das geht nicht, die haben keine Dings. Wie heißt denn das? Die haben nichts zum Aufhängen. Das hier hat nicht mal ein Zettelchen, woran ich es aufhängen könnte, weil die inneren festgenäht sind. Aber ich hab noch so einen Schnapp... Dings. Kleiderbügel. Gute Idee. Jetzt, da bleibt noch die Frage offen, wie hänge ich gleich meine Katzenmütze auf? Warum können wir denn da nicht durchspringen? Ich bin durch. Ich muss jetzt aber langsam essen gehen. Oh, das ging aber zügig. Ja, tut mich. Was gibt's denn? Schnitzel mit Erbsensuppe? Nein, das ist der Essenplan hat sich seitdem geändert. So, ich schmeiß schon mal dann das Telefon. Wo liegt das Telefon? Hier. Nee, das liegt irgendwo da hinten. Einen Moment, ich bin mal eben kurz offscreen. Beziehungsweise vom. Also den Satz hätte er jetzt auch schon noch zu Ende sprechen können. Ich bin mal eben weg vom. Was ist Schatz? Ich hab ich die Wäsche gemacht. Achso. Als ob sie dich schatzen würde. Ich skype. Ja, aber ich muss doch meine Katzenmütze aufnehmen, dann bin ich fertig. Wird das noch aufgenommen? Ja. Oh. Finde ich gut. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, ich denke, du musst essen. Ja, 5 Minuten habe ich noch. 5 Minuten? Ja. Also großzügig. Großzügig, so, dann müssen wir jetzt mal gucken. Irgendwie bringt uns das hier gar nichts, außer dass wir da ein Portal hingesetzt haben. Ach so, ja, aber das nehme ich dir jetzt weg, das Portal. Also. Du weißt sowieso nicht, was du mit den ganzen Portalen machen sollst. Was du nicht lassen kannst. Insofern, können wir jetzt... Genau, jetzt müssen wir mal da hochspringen. Du musst mal sorgen, dass wir da rausspringen können. Sorry. Passt schon. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen, oder? Ich bin ihm auch ausgejumpt. So, was... Wo können wir da hin? Was bringt uns das? Ich sehe es. So, welches Portal habe ich da gesetzt? Das hält das dunkelblaue, ne? Ja. So. Au! So. Schweinsnase, du. So, wenn du jetzt, da hinten hochspringst, dann, kannst du aus meinem Portal mit rauskommen. Ja, ich, ich spring erstmal gemütlich gegen die Decke. Wo bist du denn, Hase? Ach, da. So, pass auf, dann machen wir noch eine kleine Veränderung hier. Bumm.
So. Schaffen wir das? Dann. Oh, ich würde es mal probieren, oder? Dann springen. Ja, ich schaff's natürlich nicht, weil meiner in dem Moment nicht gesprungen ist. Ah, oh, toll. Jetzt sind meine Portale alle weg. Jetzt können wir gerade wieder von vorne anfangen. Bah, du bist ein Schleusenfrosch. Meiner ist nicht gesprungen. Ich hab X gedrückt und der ist nicht gesprungen. Da kann ich ja, nichts für. Niemand hat mir das Bein gestellt, keiner hat's gesehen, ne? Ja, genau. Nee, Quatsch, da. So, toll. Also fangen wir jetzt wirklich wieder von Anfang an, ja? Na gut. Sah witzig aus, wie du aus dem... Okay, ich hab das falsche Portal gesetzt, auch nicht, auch wirklich Bombe. So, ich mach das schon. Du hast ihr seid zwei Helden. Sonst Helden des Alltags. Sonst wär's nicht so lustig. Doch, es ist vieles lustig. So. So. So, das Portal ist gesetzt. Jetzt bringen wir uns mal da oben hoch. Jawohl, Captain. Ach, warum ist das mit dir immer so müßig? Ey, was soll das jetzt wieder heißen? Ja. Das heißt genau das, was ich gesagt habe. Und du darfst meine Worte nicht ernst nehmen, denn ich bin schon mehrmals gegen die Decke gesprungen. So. Ja, das wollte ich nämlich gerade auch, Jung? Ja? Ich kling mich mal aus, mein Freund Mods schon, er möchte nicht allein Simpsons gucken, ich hab's ihm versprochen. Ja, wir klingen das auch hier im Moment aus. Ja, deswegen mach ich zuerst zu Ende. Ladies first. Ja, okay, dann. Man hört sich vielleicht noch. Alles klar, bis dann. Wieso schafft man das nicht? Ciao. Bleib jetzt mal, wo du bist, ich spring einfach nur in deinen Dings da oben rein. Na gut. So, da bin ich wieder. Setzt das, kannst du das noch eine Spur tiefer setzen? Das kann ich noch eine Spur tiefer setzen. Okay. Ist ja witzig, wenn ich dich jetzt hätte runterfallen lassen. Ja. So. Wie wär's mit ich versuch's zuerst? Weil dein Portal hat's jetzt gerade aufgelöst. Wie hast du es denn schon wieder nicht geschafft? Ich konnte gar nicht springen, weil du bist direkt... Achso. Okay, das war mein Fehler, ich geb's ja zu. Ich würde sagen, wir versuchen das dann einfach in der nächsten Folge. Meinst du? Das schaffen wir nicht mehr? Nee, ich... Sonst reicht nicht mehr unten den. Okay, alles klar. Gut, dann beenden wir hier die Aufnahme. Meiner Lacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Riesendank geht auch noch an, auch wenn sie es jetzt nicht mehr hört, an unsere Special Guest. Genau, genau. Vielen Dank an Dusselchen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, DDGX out.